Was? So. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Ach, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du es mir, Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hatte uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Hm. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah! Du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Okay. Damit wäre die Quest auch noch abgeschlossen. Rückkehr in den Buckelsumpf. Darauf habe ich jetzt am allerwenigsten Lust, in den Buckelsumpf zurückzukehren. Na gut. Ich mache mal gerade einen Quicksave. Ich habe irgendwas im Auge, das ist nicht so schön. So, Ciris Fußstapfen. Reiseziel Skellige. Auf nach Novigrad. Moment, Plötze ist wo? Plötze ist dort. Plötze! 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 Ich komme hier gerade nicht raus. So, jetzt komme ich hier raus. Na, komm schon. Ich sollte vielleicht nicht mit Galopp hier durchreiten. Mach langsam! Ja, eben nicht.
Geht das, wenn ich hier... Komm jetzt. Ja, nein, vielleicht. Ich versuche nur so schnell wie möglich zum nächsten Wegweiser zu kommen, deswegen. Ha, eine zu früh abgebogen. Verdammt. So. Na komm schon. So. Und dann einmal nach Novigrad. Und ein Schiff nach Skellige finden. Und hier drüben so viel unentdecktes Land. Da lässt sich bestimmt auch noch irgendwas machen. So, einmal auf zu den Docks, bitte. So, okay, nachdem wir dann jetzt also in Seelen und Novigrad hier alles geschafft haben, müssen wir jetzt einfach einmal nach Skellige und ich bin mal gespannt. Darauf freue ich mich auch so ein bisschen. Skellige ist ja so ein bisschen dieses Wikinger-Gedingens. Ja, toll. Wikinger-Gedingens, das finde ich schön. Wir hatten hier das Sagen. Verschwendeter Atem. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Okay. Einfach mal nach Flachmann fragen. Im Stör. Das ist irgendwie lustig. Die Namensnennung. So, der ist zum Glück nicht weit weg. Der ist ja quasi direkt um die Ecke. Na, komm schon. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellige. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Alter Finne. Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Vorauszahlung mache ich mir nicht mal den Arsch in der Badewanne nass. Da muss ich aber noch ein bisschen was verscherbeln gehen. Obwohl, ich kann noch ein bisschen was verscherbeln gehen. Huch. Oh Gott. Die Hosen sind ja echt der Brüller. Na gut. So. Alter, leck mich am Arsch. Warum habe ich denn das noch nicht ausgerüstet? Was habe ich denn ausgerüstet? Okay. Ich habe ein stumpfes Schwert ausgerüstet? Warum zur Hölle habe ich denn ein stumpfes Schwert ausgerüstet? Das macht keinen Sinn. Und das hier? Ein wunderschönes Schwert, aber auch nichts. Okay. Ich gehe mal eben ein bisschen Zeug verkaufen. Und dann kann ich den Typen... Ja, ich kann den Typen zwar jetzt schon bezahlen, aber ich will ja erstmal ein bisschen Zeugs noch verscherbeln und dann... Ja, dann weiß nicht. Ist irgendwie besser. Fühlt sich quasi der Geldbeutel hinterher nicht allzu leer. Ich bin ja Hexer, ich muss ja hier so ein bisschen auf Finanzen achten und so. Mehr oder weniger. Ich erfasse noch besser, als habe ich dich schon mal betrogen. Wo ist denn hier der Platz des Hierarchen? Ich steuere bestimmt geradewegs drauf zu, oder? Ach man. Diese freundlichen Leute hier überall.
Irgendwie bin ich dran vorbeigelatscht, oder? Absolut. Ich muss da runter, da lang, da rüber, da hoch. Da komme ich auch anders lang. Das ewige Feuer, das kaufst du mir was für egal. Wenigstens ist der Hai zurückgekehrt. So, dann sind wir. Da vorne ist er ja auch schon der Platz der Tierreichen. So, wo ist denn... Ach, guck mal, ich komme ja sogar bei meinem Lieblingsschmied raus. Der aus irgendeinem Grund gerade nicht da ist. Ist heute Sonntag oder so? Es ist ja doch nicht mal... Wo ist denn der? Fein, fein. Was haben sie denn mit dem gemacht? Moment. Einfach mal bis Mittag meditieren. Nein. So, guck mal, da sei auch schon. Erstklassige Schwerter. So. Zeig mal, was du anzubieten hast. So, dann kann ich das Ding verscherbeln. Dann kann ich das Ding verscherbeln. Das Ding. Das Ding. Na komm, und die hier. Sehr schön. Ich könnte auch noch die hier verscherbeln. Ach ja, nö. So, damit... Bin ich dann einverstanden. Bis dann. So, jetzt bin ich einverstanden, dem 1000 Kronen zu zahlen. Welcher Idiot zahlt dem Typen eigentlich 1000 Kronen? Okay, der Typ hat mir gerade geantwortet. Ach, Mensch. Guck mal. Wenn ich wirklich auf jeden reagieren sollte, der mich hier beleidigt, oder beziehungsweise Geralt beleidigt, dann wäre ich aber echt irgendwie einige Zeit beschäftigt. So. Ja. Na Gott. Hier. Reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Klar. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück. Und auf meine starke Atropos. Leinen los! Und wieder ein wunderschönes Bild. Wunderschöne Szenerie. Hoffentlich kommen wir heil an. Und irgendwie hatte Geralt die falsche Frisur gerade. Aber egal. Sind die Haare halt nachgewachsen. So, es lädt. So ein Scheißdreck. Tod gegen Tod. Komm schon. Ja, geil. Sturm voraus! Lift das Segel! Bring sie